Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. So, Herz, Seele, Ball, Freunde, langweiliger kann eine Überschrift nicht sein. Der Fußball sorgt immer wieder für Diskussionen, aber es stimmt einfach. Und ich habe letzte Woche darüber gesprochen, Julian Nagelsmann und dieser Feuerwehrvergleich. Ach, auch da hat er sich wieder so wunderbar entschuldigt. Und jetzt geht er sogar zur Freiwilligen Feuerwehr und wird dort mit denen irgendwie agieren. Na, ist doch alles in Ordnung. Das ist die Ausgabe für Dienstag. Und ich bin gerade ein bisschen im Stress, weil ich in Vorbereitung bin auf eine Leseshow heute Abend, also heute am Dienstag, um 19 Uhr in Kempten im Kolpinghaus. Und es sind noch ein paar Restkarten da. Also es könnten noch ein paar Zuhörer und Zuschauer mehr kommen. Deswegen habe ich das Kolpinghaus mal von außen ab fotografiert. So sieht das aus in Kempten. Wirklich ein tolles Restaurant dabei, nette Leute im Service. Und der Saal wird noch ein bisschen hergerichtet. Hier ein Blick schon mal in den Saal, da haben wir heute einen Soundcheck gemacht. Und jetzt werdet ihr sagen, naja, Wolfgang Bosbach und Uli Potowski, was soll ich da? Wir reden auch über Fußball, das machen wir immer in unserer kleinen Talkshow. Und Wolfgang Bosbach wäre fast mal Präsident beim 1. FC Köln geworden. Und ich glaube, er war auch mal für das DFB-Präsidentenamt irgendwie so klammheimlich im Gespräch. Darüber werden wir reden. Alles am heutigen Dienstag ab 19 Uhr, 20 Euro Eintritt. Allerdings 5 Euro davon sind für den Verzehr gedacht. Also da kann man, weiß ich nicht, 2 Bier für trinken oder was, ich habe keine Ahnung, oder eine Currywurst essen. Würde mich freuen, wenn vielleicht noch über Herz, Seele, Ball der eine oder andere kommt. Die Abendkasse hat geöffnet in Kempten, Kolpinghaus. So, das musste ich loswerden. Und ich muss auch noch loswerden, dass es viele schöne Reaktionen gab gestern auf das Gespräch mit Hans Meiser. Dankeschön dafür. Und da habe ich mich sehr gefreut, was der eine oder andere drunter geschrieben hat. Ja, das ist ein wahrer Könner, der Hans, der Erfinder der Talkshow in Deutschland, ein Großmeister auch im Rettungsdienst, Notruf war ja seine Sendung. Wir machen das demnächst mit weiteren großen Stars des Privatfernsehens, dass wir uns gemeinsam erinnern und vielleicht auch am Rande ein bisschen über Fußball plaudern. So, der MSV Duisburg hat 0-6 verloren gegen München 60 und Herr Lambi von Let's Dance hat dann auch mal richtig geweint, weil er hat ja auch eine Doku gemacht über den MSV, aber da war er richtig geschockt. Und Herr Lambi von Let's Dance und MSV-Fan wird dann auch demnächst einmal hier mein Gesprächspartner sein bei Herz, Seele, Ball, auch wieder, um andere Meinungen einzuholen. Also das ist ein Teasing heute, mehr als sonst. Und ich sage euch ganz offen, dass ich wirklich ein bisschen im Stress war, war unterwegs und freigetestet. Corona, wird am Samstag dann auch bei Bielefeld gegen Hertha BSC dabei sein können. Also alles ein bisschen kompliziert gerade. Und das schlägt sich auch nieder hier bei Herz, Seele, Ball. Wird sich aber wieder ändern. Ich habe es schon ein paar Mal versprochen. Es wird sich ändern. Und gestern, das war doch schon ein schöner Anfang. Beleidigungen wie immer gerne genommen hier drunter in den Kommentarzeilen. Aber nochmals, ich bin nicht gefahren an dem einen Abend, als der Podcast im Auto entstanden ist. So ein Blödsinn habe ich noch nie gelesen. Und dafür wird man beschimpft. A. L. Naja, muss man vielleicht ertragen, wenn man sowas macht. Ich ertrage das. Sag euch aber auch, dass ich solche Zuschauer und Zuhörer nicht brauche. Also, geht woanders hin. In diesem Sinne, wir sehen und hören uns wieder. Morgen bei Herz, Seele, Ball. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten. Komm, wir trinken noch ein Pülliken. Das kleine Hellbier, das aus der Reihe tanzt. Jetzt bei der Telekom. Mit Magenta TV Netflix das perfekte Angebot für unbegrenztes Film- und Serienvergnügen sichern. Freut euch auf Highlights wie Stranger Things, The Crown und Inventing Anna. Und alle Vorteile von Magenta TV. Jetzt einsteigen und bei Magenta TV Netflix über 215 Euro sparen. Nur bis zum 31. Mai bei der Telekom.